Willkommen zurück zu Minecraft. Hey Benjamin. Guten Tag, Sascha. Ja, wir haben es glücklicherweise zurück in unseren Unterschlupf geschafft. Yay. Lebendig. Gerade so mit letzter Kraft kann man nur sagen. Und dann haben wir natürlich erstmal ja so ein bisschen verzweifelt gesungen. Warum bin ich so fröhlich? So So fröhlich, fröhlich, so so fröhlich. fröhlich. So, A und relaxed ass is a happy warum ass. spielt sich das immer zeitgleich ab? Das wollten die Belgier so. Will man uns damit irgendwas sagen? Ich glaube ja. Gut, wir wollten uns heute mal eben kurz um den Garten kümmern, weil wir ja ein bisschen. Lass uns mal hochgehen direkt, oder? Ja, wir haben so einen leichten Notstand, was Essen angeht. Ja, so langsam wird es ein bisschen knapp, deshalb sind wir ja beim letzten Mal auch aus der Höhle raus. Falscher Eingang, der ist der richtige. Jawohl. Ja, dann mach auch auf. So, der ist Yay. offen. Ja, dann Happy Abbautag. Happy fragging, Ups, ich setze hier gerade einen Stein hin. Das war nicht so geplant. War nicht so geplant. Nee, Sah aber nicht. ziemlich danach aus. Ja, nicht ganz. Auch wenn ich es nicht gesehen habe, aber. So, das Zeug, was noch nicht so ganz fertig ist, lasse ich mal Ja, hier stehen. ist alles fertig. Und wenn nicht, Bin Pech ich. gehabt. Ja, ich bin da nicht so ein Randale. Das sind die Möhren, die hier noch nicht ganz fertig sind. Oh, sind die fertig? Guck mal, ich sehe so schon, wie sie ein bisschen auf den Boden gehen. Ja, doch, die sind fertig. Dann nehmen wir sie mal mit. So. Ein paar Möhrchen sind gut für die Augen. So ist Und es. gerade das können wir sehr gut gebrauchen. Dann sieht der Papa aber wieder was. Ja, dann siehst du vielleicht auch mal einen Block Diamanten. Diamonds in the Diamonds sky. in the sky. Genau, ich pflanze hier direkt mal, du hast die Stone Hoe und Richtig. die Felder, die gerade unbewässert sind, die lasse ich dich mal nachträglich machen, während ich hier schon mal neu einpflanze. Ich stonehole das Zeug mal hier, ey. Es geht doch nichts über eine Stone Hoe. Ja. Kann jeder gebrauchen, würde ich behaupten. Ja, sind besonders widerstandsfähig. So, da hat sich So. schon der eine oder andere das Genital rangebrochen. So, Ja, ich die pflanze hier mal ganz kurz Stonehouse. Pumpkin Seeds ein. Kann ich eigentlich Karotten direkt im Boden einpflanzen? Na gut, das bringt aber nicht so viel, weil wir haben zwei Karotten bekommen und die jetzt direkt wieder einzupflanzen. Ich weiß nicht, wie viel das gerade bringt. Boah, haben wir so viele bekommen? Ja, Ist ja der ganze Wahnsinn. zwei. Komm, eine pflanze ich mal ein. Das ist ja echt erschreckend. Ja. So. So, Kakaobohnen. Also ich habe keine Seeds mehr, wenn du hier noch. Ich müsste, glaube ich, noch so eins, zwei Ja, haben. wahrscheinlich von dem anderen Feld. Und dann gehen wir gleich mal hoch zum. Beziehungsweise mal kurz wieder reingehen und mal eben kurz ein bisschen Brot backen oder irgendwas, dass wir ein bisschen Essen wieder in der Tasche kriegen. Lecker Brötchen. Lecker Brötchen. Und dann wollen wir hoch Relaxed zum ass. Baumhaus. Ja, richtig. Wir wollen endlich mal wieder am Baumhaus weiterbauen. Nachdem uns das ja nicht so ganz gefällt, wie es da zurzeit aussieht. Ja, vielleicht sollten wir uns auch langsam mal darum kümmern, dass wir hier irgendwo einen kleinen Stall hinbauen, weil hier laufen so viele Tiere rum, dass wir mal ein bisschen uns um die Paarung und sowas hier kümmern. Oh. Weißt du, dieses typische. A relaxed ass is a happy Und das gilt auch für Schweine und Kühe. Richtig, die wollen ja auch sich unbedingt vermehren, dementsprechend. Na? Belassen wir es mal dabei. Belassen wir es dabei. Belassen wir es einfach mal dabei. Ich glaube, es wird dunkel. Ja, das ist gerade unschön. Aber wir können uns jetzt schlafen legen. Können wir? Ja, können wir, da wir momentan niemanden sonst auf dem Server haben. Das heißt, wir können uns ins Bettchen legen, wo ich glaube, wir haben noch gar keine Bettchen da. Ach, komm. Oder haben wir. Doch, ich habe, glaube ich, Betten schon hingestellt hier unten, Ich weiß oder? nicht, ob wir sie noch stehen haben oder. Eins steht, aber ich habe irgendwo ein zweites gehabt. Ach so. Ich hatte irgendwo eins reingepackt. Interessant. Ich sehe nämlich gerade den. Das ist das zweite. Uah. Zack. Schnell weg. Nicht, dass ich was gegen die User hätte, aber ich möchte jetzt ungern den Chat lesen müssen. Ja, so, ich bin schon mal hier. Jo, ich baue gerade noch so ein paar Samen an. Genau, tu das mal. Ich bin schon mal unten. Warte schon mal in unserem Bettchen, die hoffentlich nicht viel zu lange, die hoffentlich nicht viel zu weit zusammenstehen, dass uns hier per Nacht irgendwas überrascht. Und du könntest langsam mal rein, denn da draußen ist schon ein Creeper, der schon so ein bisschen, Ist da schon einer? ja, der steht schon am Ende. Komm mal rein, lass uns mal die Nacht überspringen. Da hinten sind nämlich auch ein paar Creepy! Spinnekes. Komm zu So, mach Papa, die Tür zu. creepy. So, legen wir uns mal schlafen, weil eigentlich jetzt, da unser Server leer ist, sollte das jetzt gerade klappen.
So, ich lege mich mal hier rein. Ja, warte mal eine Sekunde. Ja, hat geklappt, hoffe ich mal. Tada. Wenn nicht, dann war es ein Bug. Ja, oh, es hat geklappt. Und wenn ihr euch jetzt wundert, wie gesagt, wir spielen auf online auf dem Server. Das heißt, sobald andere Spieler online sind, die natürlich hier nichts mit unserer Welt zu tun haben, die hier nichts machen, wir wollten Brot backen erstmal, ne? Brot backen, richtig, richtig. Genau. Ja, wir brauchen Essen. Dann haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir das Bett nicht nutzen können, weil die anderen in dem Moment online sind und sich auch hinlegen müssten. Aber jetzt hat es gerade ganz gut gepasst, dass die Leute, die online waren, habe ich gesagt, ganz kurz bitte sich ausloggen und wir konnten die Nacht schön überspringen. So muss das sein. So, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie hat man denn nochmal Brot gebacken? Ja, ist eine gute Frage. Es ist gut, wenn man die einzelnen Rezepte von Minecraft im Kopf hat. Aber wir haben ja jetzt so lange Minecraft-Pause gehabt, da kann man uns das, glaube ich, nochmal verzeihen. Ja, wobei jetzt, wenn die Leute das Video sehen, da sind ja schon, glaube ich, 3 Videos draußen mittlerweile. Und, ja, aber in der Zwischenzeit haben wir ja kein Brot gebacken. Das stimmt, nur im echten Leben. Ja, regelmäßig. Ich werde jetzt einfach mal. So, 3 Brot ist relativ einfach. 3 Weizen auf die untere Schiene. Also 1, 1, 1. Das ist ja super. Ich werde in der Zwischenzeit einfach mal ein bisschen Eisenwerkzeuge herstellen. Ja, tu das mal. Ich backe in der Zeit mal das Brot. Aus dem, was wir haben. Mal ein bisschen loslegen können, ey. Genau, 6. Hast du noch Weizen in der Tasche? Ja. Kannst du mal kurz rüberwerfen, dann. Zack. Mache ich das auch mal ganz kurz. Oh, 26, sehr schön. Ein Pickaxe. So. So, wir haben jetzt 12. Ach komm. Wandeln wir mal alles um, was soll's. Ist ja nicht so, dass hier irgendwie Futternotstand wäre. Noch nicht. So, 14. Komm, ich werf dir auch mal ein bisschen was rüber, die Hälfte. 7 für dich, 7 für mich. Da müssen wir wenigstens keinen Hunger mehr leiden. Wäre ja blöd. Ja, während du gerade Werkzeuge herstellst, schaue ich mal ganz kurz, dass ich mir das notwendige Holz mitnehme, denn wir wollen ja jetzt am Baumhaus ein bisschen weiterbauen. Wird Zeit. Ja. Wird Zeit, damit wir auch die Creeper von oben bespucken können. So, warte kurz. Wir brauchen noch Glas, weil... Du kriegst jetzt erstmal so ein bisschen was an Werkzeug. Ja, Sekunde, ich pack mal eben die Glas rein, so. Give it to me, give it to me. Mich nicht eben noch eine Iron... Hast du die Iron Pickaxe schon bekommen? Eine halbfertige, das war meine, ja, glaube ich. Dann take this one. Oh, meine Taschen sind voll. Ja, ich habe die aber eingenommen, warte mal. Ich packe mal eben die Möhre raus. Und hier was. Ja, ja, ja. Ach ja, ist das nicht wieder schön? So, okay, das haben wir. Ich habe ja alles Notwendige dabei. Achso, ich habe jetzt Glas mal hier hergestellt. Beziehungsweise ich habe mal kurz im Ofen gepackt. Wir brauchen auf jeden Fall Sand auch in einem der nächsten Videos noch. Denn wir haben auch hier noch Glas drin gehabt. Oh, dann immer. Also ich meine jetzt die Blöcke, ne? Nicht? Ja, ja, ganz normale Glasblöcke. Wie viele sind hier drin? Ach. Mitte unten. Ja, komm, ich nehme 38. Du kannst den Rest nehmen. Ja. Dann lass uns direkt hoch, weil wir haben ja beim letzten Mal unser Baumhaus mit diesen Glasscheiben gemacht, die natürlich deutlich besser aussehen, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber die irgendwie nicht so ganz dazu passen, was wir gebaut haben. Ja, dass die irgendwie so ein bisschen, ja, nicht so ganz produktiv sind, um ganz ehrlich zu sein. Wie sieht denn unser Garten mittlerweile aus? Oh ja, schön, 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 schön. So, dann mal rein da. So, da ist ja unser schickes Baumhaus, das auf uns gewartet hat. Was war bisher noch... Oh, was läuft denn da hinten rum? Oh, guck mal, ein Kitty Cat. Wie logge ich mir deine Katze an? Ah, das war, glaube ich, ein Fisch. Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste ein Fisch gewesen sein. Müssen wir erstmal angeln. Ja, gut, so... ich bin zwar ein Katzenmensch, aber so... Oh, das klingt auch falsch. Ihr kennt die Gummibären, jetzt kennt ihr auch die Katzen. Mensch. So, ja, müssen wir unsere schönen Glassteine hier zerstören. Denn die sind zwar deutlich schöner und gerade auch bei Benjamin, ihr seht ja Benjamins Video und da sieht das im Texturpack natürlich deutlich besser aus. Aber es sieht von unten einfach scheiße aus. Ja, es passt irgendwie nicht so ganz. Vorne und hinten nicht wirklich. Allein durch diesen Übersatz, den man hat, da wir das Ganze scheinbar merkwürdig für so Glasblöcke oder Glaspanels gebaut haben. Abreißbirne. Lieber Notch, wir haben Minecraft kaputt gemacht. Ja.
Wir haben es zerstört. Kann ich auch mit dem Brot kaputt machen, das ist genauso effektiv. Da mache ich mir wenigstens nicht die Werkzeuge kaputt. Ich benutze Stein, was irgendwie sinnig ist bei Glas. Ich benutze Brot. Das macht auch sehr viel Sinn. Ja, das kann ich nachher essen. Wenn wir mit diesem Video fertig sind, dann werde ich erstmal daheim mir Brot schnappen und damit auf meine Glasscheiben einkloppen. Ja, mal gucken, wie effektiv das da ist. Wobei, wenn das Brot lang genug liegt, sollte man damit auch Glas klein kriegen. Das stimmt wohl. Da kann man aus der Entfernung werfen und es zerstört trotzdem alles. So. Ich gucke gerade, irgendwas stimmt hier aber, glaube ich, nicht. Ja, wir haben, glaube ich, noch irgendwas hinzugebaut, damit das nicht ganz so schön glaub, aussieht. Ja, die Werkbank hier, die Werkbank ist einer zu viel. Zwei und ja, genau. Man muss sich ja nur oben orientieren eigentlich. Richtig. So, dann haben wir das Ding zu. Sieht zwar jetzt nicht so super schön aus, aber ich sag mal, nachträglich kann man ja immer noch ein bisschen was fixen. Und wir sind ja eh noch nicht lang noch nicht fertig bei diesem verfluchten Baumhaus. Nee, das dauert noch. Das dauert noch, du. Genau, wir haben hier jeweils einen Stein noch dazu gepackt. Weil wir dachten, damit könnten wir das System so ein bisschen übertölpeln. Ja, es hat nicht ganz funktioniert. Nee, leider nicht. Es hat leider nicht sollen sein. So. Und es ist ja schon ziemlich ökologisch korrekt von uns, wie wir hier bauen. Ne? Ich meine, Holz, Glas, keine Emissionen hier aufgebaut. Da wäre sogar Captain Planet stolz auf uns. Oh ja. In dem Sinne sind wir dann auch schon wieder in der Jugend angelangt. Ja, Captain Planet, ach ja. Ich frage mich bis heute, warum ich den Scheiß überhaupt geguckt habe. Ich habe übrigens auch, ich habe jetzt nicht Captain Planet angesprochen, weil ich ihn am Soundboard habe, aber ich habe ihn auch hier. Erde, Feuer, Wind, Wasser, Liebe, Captain Planet. Durch eure vereinten Kräfte bin ich Captain Planet. Auch großartig, ne? Eigentlich. Oh ja. Kämpft, damit die Umwelt sauber wird. Alter, wer den Scheiß früher geschrieben hat. Ja, aber die Leute sind damit schwer reich geworden. Frag mal Frank Zander. Ja, den habe ich leider nicht am Soundboard. Oh, schade. Ja. Wobei, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob Kurt wirklich reich wurde. Hier kommt Kurt. Ohne Helm und ohne Gut. Ich bin übrigens schon mal aufs Dach gegangen. Da ist noch ein Kätzchen. Ich follow dir. Wo, wie, was? Da hinten. Siehst du das? Auf dem Felsenvorsprung? Ja. Dieses braune Etwas, was so wie hingeschissen aussieht. Ja, das haben Katzen so an sich. Hallo, dir schon klar, du machst dir komplett das ganze Internet zum Feind gerade, ne? Oh ja, da freue ich mich drauf. So, ich baue jetzt hier schon mal einen kleinen Ring drumherum. Und das einfach aus dem relativ einfachen Grund, denn von unten sieht unsere Festung, was machst du denn da gerade? Was ist denn da ein Stein? Achso. Da eine Glasplatte vorgelugt hat. Wir machen das hier drauf, denn von unten sieht das noch nicht ganz richtig aus, was man jetzt nicht sieht, aber unten waren es, glaube ich, zwei Steine und nach oben hin nur einer. Deshalb setzen wir jetzt hier mal einen drauf und dann wollten wir hier, hatten wir zumindest besprochen, den Baumstamm ein bisschen höher machen und irgendjemand von euch hatte vorgeschlagen, dass wir doch hier oben einfach Blattwerk draufsetzen. Ja, was wir gar nicht so schlecht finden, diese Idee. Deswegen machen wir das jetzt auch einfach. Genau, manchmal sind eure Ideen doch ganz praktisch. Ja, manchmal, ab und zu, häufiger. Das Problem ist, meine Schere ist jetzt tot. Naja, wir haben ja Jungle Wood. Wir lassen es bei dem Zweier. Genau, setzt du mal nach oben den Baumstamm. Leider habe ich nicht mehr. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Ja, wir haben alles verbraucht. Alter, wie kommt die Katze denn da bitte hoch? Die ist geschickt. Ich glaube, wir machen jetzt ein Let's Play darüber, wie diese Katze sich weiterhin bewegt. Ich will diese Katze haben. Du ganz ehrlich, ich guck mal links unten. Du fragst dich, wie die Katze da hochkommt. Was macht das Schwein links unten? Oh ja. Aber das ist, glaube ich, auf Bodenhöhe, oder? Ist das Bodenhöhe? Das ist Bodenhöhe. Oh, das könnte sogar sein, ja. Schade. Hey, Kitty Cat. Komm mal her. Komm mal zu Papa. Guck mal hier, wie es so am Jumpen ist, du. Die macht gerade eine Adventure-Map. Ja, wie sie am Jumpen ist, du meinst. Ähnlich am Jumpen wie... Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. So. Jetzt habe ich das Problem, dass ich mich jetzt erstmal nach unten bauen muss hier wieder. Oh mein Gott. Ja, ich Idiot bin nämlich einfach mal rübergesprungen, weil ich so im Katzenwahn war, dass ich mir gedacht habe, Katze!
Katze. Ja. Aber das Gute ist, wir brauchen ja eh Junglewood, um diesen Baumstamm richtig, höher richtig, zu machen. Richtig. Das heißt, wird's dunkel? Sollten wir vielleicht nicht gerade unsere nehmen? Nee, sondern ein bisschen reinlaufen. Weil wir bestimmt gleich Diamanten finden. Ja, mit Sicherheit. Jo. Ich laufe mal ein bisschen in eine andere Richtung als du. Die Sonne geht aber unter, das heißt, wir sollten uns jetzt echt beeilen. Ja, so weit sind wir ja nicht weg. Nee. So weit sind wir nicht. Komm, ich nehme das hier jetzt einfach. Ja, ich schnau mir auch ein bisschen. Ich meine, so viel brauchen wir ja nicht, um nach oben zu gehen. Nö. Nee. Aber ich merke schon, es wird knapp. Es wird knapp, es wird knapp. Ich schnapp mir auch mal primär hier die kleinen Bäume. Ja, so viele sehe ich davon gar nicht. Es sind zu viele Linien. Oh, was ist das? Ist das? Was nee. Ist das? Warum zischt es? Warum explodiert es? Ups. Oh, das hatten wir schon im letzten Video. Ich brauche nicht nochmal einen Tod. Vorletzten Video. Oh ja, stimmt. Ach komm. Ach. Geht so schnell vorbei, die ganze. Ja, wer interessiert sich schon für dein Gewäsch von gestern? Ja, richtig. Oh, ich muss jetzt aber echt weg, weil hier wird es extrem dunkel. Ist echt hübsch hier. So, alles hell in unserem Garten und wo wir sind, ist alles dunkel. Ja, aber zumindest sieht man das Baumhaus und das sieht eigentlich ganz schick aus. Also, wenn man hochguckt, wenn das ein bisschen besser beleuchtet wäre noch. Mhm. Ja, sieht jetzt von den Gläsern her, also vom Glas her, eindeutig besser aus als das, was eben da stand. Mhm. Oh, ich renne jetzt mal schnell rein, weil es ist stockfinstere Nacht, der Herr. Ist es schon wieder soweit? Ja, es ist schon wieder soweit. Und so, ich gucke jetzt mal, was habe ich an 18 Jungle Wood. Also es sollte schon mal reichen, um nach oben zu bauen ein bisschen. Ich habe zumindest 13. Ja, das sollte eigentlich reichen. Wir haben Blattwerk, haben wir auch 120, 100, 160, was wir im Verlauf unserer Reinigungsaktion eingesammelt haben. Also wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, um beim nächsten Mal das Ding ein bisschen höher zu bauen. Was ich jetzt natürlich super gemacht habe, ich laufe immer noch über den falschen Baum nach oben. Awesome. Ja, das bedeutet, ich bin auf der falschen Ebene. Warum bist du nicht einfach zu unserem Tempel zurückgegangen, wie ich? Was habe ich davon? Wir hätten uns schlafen legen können. Ach, Quatsch. Das wäre viel zu einfach. Okay, das heißt... Ich mache hier lieber eine einfache Adventure-Map draus. Awesome. Das heißt, ja. Ich muss jetzt auch rauskommen, oder wie? Musst du nicht. Du kannst auch da drin bleiben und wie ein Angsthase in unserem Tempel sitzen bleiben. Ja, aber das, so bin ich doch. Ja, ich weiß. Okay, ich komme jetzt auch. Ich hoffe, ich finde hier den Aufgang. Vielleicht hätte mein Aufgang mal beleuchten sollen. Ach, hier ist er doch. Jawohl. So. Auf dem Weg nach oben. Tada. Bist du oben auf dem Dach? Ich bin oben drauf, ja. Okay. Ein Sascha W. Hilfe. So, dann lass uns mal nach oben bauen. Achso, vielleicht hättest du mal gewartet, dass ich die Steine angebe. Ach Quatsch, was will ich denn mit Steinen? Ich brauche Baumstämme. Ja, meine ich ja. Komm, werf. Du bist so eklig. Jetzt kotzt du schon mit Baumstämmen. Ja, wenn schon, denn schon. Na. So, weiß ich, warte, ich gebe hier ein bisschen... Boah, du hast an alles gedacht. Ja, einer von uns muss ja vorbereitet sein. Richtig, der andere baut. Der eine ist nur hier, weil er gut aussieht, der andere, weil er effektiv arbeitet. Wer ist wer? Das dürfen die User entscheiden. Wer ist der mit der tiefen und der mit der hohen Stimme? Das fand ich besonders cool. Ja. So, okay. Ups, also du kannst ja gleich an der Seite runter, ich habe schon mal hochgebaut. Ja, ich habe noch einen einzigen Baumstamm, ich überlege gerade, ob ich den noch in die Mitte reinpacke. Nee. Geht ja so, nicht. So, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal was essen. Ja, okay, das haben wir hier, ich gucke gerade mal, wie weit wir drin sind. Ja, lass uns auch hier einen Cut machen und beim nächsten machen wir hier weiter. Oh ja, ab geht's, tschö. Ciao.